IAEA veröffentlicht Folien zu Fukushima. Die Internationale Atomenergieorganisation, kurz IAEA, hat am 17. März Folien ihrer Lagebesprechung zum Kernkraftwerk Fukushima veröffentlicht. Die PowerPoint-Präsentation ist auf slideshare.net zu finden und zeigt unter anderem Grafiken von den betroffenen Reaktortypen. Am interessantesten ist aber die genaue Schadensbeschreibung von jedem Reaktorblock. Gehen Sie auf die Website www.slideshare.net/IAEA und klicken Sie hier auf den jüngsten Eintrag Technical Briefing. Die Präsentation können Sie direkt im eingebetteten Player abspielen. Sie können in den Vollbildmodus wechseln und bei Bedarf den Slideshow-Modus aktivieren. Natürlich können Sie auch manuell durch die Folien blättern. Hier eine Infografik des Reaktortyps BWR. BWR steht für Boiling Water Reactor und bedeutet so viel wie Siedewasserreaktor. Am interessantesten ist wohl diese Folie. Kann man jedoch entnehmen, wie stark die Beschädigung an den einzelnen Reaktorblöcken ist. Rot hinterlegte Komponenten sind stark beschädigt, gelbe geringfügig und grüne gar nicht. Am schlimmsten sind wohl die Blöcke 1 bis 3 betroffen. Block 5 und 6 sind noch vollkommen intakt. Die Folien lassen sich als PowerPoint-Präsentation übrigens auch herunterladen. Dazu klicken Sie auf Download und melden sich bei slideshare.net mit Ihrem Slideshare oder Ihrem Facebook-Konto an.